dieser Versammlung ein sehr großer Wunsch von uns allen in Erfüllung gegangen ist, nämlich die erste Fridays for Future-Demo hier in Fürstenfeldbruck zu veranstalten. Aber wir haben uns hier natürlich heute auch nicht ohne Grund versammelt, sondern sind Teil des globalen Klimastreiks, an dem allein in Deutschland in 450 Städten, aber global in 3200 Städten zur gleichen Zeit jetzt gestreikt wird. National, aber auch international dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit für dieses Thema gestärkt wird und wir dagegen dafür sorgen, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Grüne, beige, orange Farben, hier und da in Ton lila oder rot. Wenn wir es alle hinlegen und kurz die Augen schließen würden, könnten wir unseren Atem und das Rascheln von Blättern hören. Und das Brummen von Autos. Ich stelle mir vor, wir würden nur uns auf ein paar einzelne vorbeifahrende Autos konzentrieren. Stellt euch vor, es gäbe nur diese paar. Wie leise wären die Straßen für Fürstenfeldbruck? Wie entspannt könnten wir bei der Pizzeria abends essen? Wie tief könnten wir durchatmen? Bäume sind für uns sowas wie Kläranlagen. Niemand redet wirklich darüber, wie sehr wir es brauchen, aber stellt euch vor, ohne wäre es doch auch scheiße. Also klar, wir können auch dreckige Luft einatmen oder mit dreckigem Wasser duschen. Ach, es ist eigentlich schon schön so. Noch in einem Land zu leben, dessen Luft noch nicht komplett voll mit Stickoxid zugeklatscht ist, in dem noch 32% Fläche Wald ist, in dem wir gerade Masken wegen einer Pandemie tragen und nicht wegen Filtern, die die Luft gesünder machen sollen. Bäume kann man anfassen und spüren. Was wir nicht können, ist CO2 anfassen und spüren. Aber wir können Bäume anfassen. Unsere kleinen oder großen Filter. Sie machen das wieder sauber, was wir dreckig machen. Sie helfen uns, das wiederherzustellen, was wir verkackt haben. Sie sind zu Hause für so viele Lebewesen, die kein bisschen was für unser Versorgen können. Bäume und Wälder machen einen Job, den sich viele nicht vorstellen könnten. Sie lassen uns leben, indem sie unsere one and only Notwendigkeit dafür recyceln. Warum lassen wir sie da nicht aufleben? Was sind 18 Hektar tief gegen Luft wert? Nichts. Ich finde, es ist ein schönes Geschehen, Wälder zu leben. Manche können das nicht sagen, manche haben vielleicht 100 Plätze Beton vor sich. Und jetzt frage ich, was ist besser, grau oder braun? Oder grün und bunt? Straßen oder Bäche? Können Generationen immer noch sagen, wir leben in Wäldern, hahaha, oder sagen sie, hahaha, da waren noch Bäume drum? Wir sind die Generation, die nicht ohne Grund Z heißt, die das eben ändern kann. Die stark genug ist, um Bäume zu pflanzen und um Luft zu geben. Wenn in 20 Jahren immer noch schon totgesagte Tiere leben, dann vielleicht, weil wir das geschafft haben. Wenn es sogar mehr als 32% sind, kann es wegen uns sein. Wenn wir uns auf Lichtungen in Wäldern legen und Wolken anschauen können, kann es wegen uns sein. Wenn die Kurs jetzt 10 Milliarden Bäume gepflanzt hat, kann es wegen uns sein. Wir können Legenden sein. Wir müssen nicht als Generation mit Pandemie in Geschichtsbüchern stehen. Wir können es als Generation, die was geändert hat. Wir könnten Legenden sein. Laute, schreiende Legenden. Es reicht nicht aus, nur die Politik verändern zu wollen. Ich meine, was bringt es, wenn sich die Politik zwar ändert, aber wir noch genau die gleichen Leister leben wie davor, wenn wir uns persönlich nicht verändern, uns nicht den Planeten zuliebe entwickeln. Worum es mir jetzt eben geht, was leider viel zu wenig thematisiert wird, gerade in der Umweltschutzbewegung, Fridays for Future-Bewegung, sind Fleisch und generell Tierprodukte. Ich meine, warum Geld für den Artenschutz spenden, wenn wir auch dreimal täglich beim Essen aktiven Artenschutz betreiben können? Warum Bäume gegen die Wüste pflanzen, wenn ich jeden Tag Bäume retten kann, allein durch die Wahl meiner Speisen? Warum jeden Tag kürzer duschen, wenn ich auch das passende Mittagessen um ein Vielfaches mehr frische Wasser sparen kann? Für ein Kilo Linsen zum Beispiel werden etwa 1250 Kilo Wasser verunreinigt. Für ein Kilo Rindfleisch hingegen werden durchschnittlich 15.500 Liter Frischwasser und bis 10 bis 20 Kilo Futtermittel benötigt. Beziehungsweise gehen man nicht nur der Sojaschrot aus den Ländern wie Brasilien, wofür der Regenwald abgeholzt wird. 60% des weltweit vorhandenen Regenwalds befindet sich in Brasilien. Und von genau diesem Regenwald werden etwa zwei Drittel der abgeholzten Fläche als Weideland für Rinder verwendet. Und das, damit wir Europäer günstiges Fleisch von Kühen genießen können, die zu 97% mit genmanipulierten Soja gefüttert werden, das auch aus genau diesen Regionen kommt.
an die Produktion tierischer Produkte, also Fleisch, Fisch, aber genauso Milch und Eier, ist für insgesamt 51% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der gesamte Transportsektor hingegen nur für 13%. Die Pflanzen geben uns den Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen. Doch was wird passieren, wenn wir all diese wertvollen Pflanzen vernichtet haben? Ebenso sind tierische Produkte für 2/3 der Stickoxidemissionen verantwortlich, was noch ein weitaus schlimmeres Treibhausgas ist als CO2. Meine Botschaft ist, dass jeder und jeder Einzelne einen Teil beitragen kann, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Denn wir haben alle mehr Macht, als wir uns oft eingestehen. Durch unsere Konsumentscheidungen kann jeder und jeder Einzelne selbst entscheiden, ob er oder sie dazu beitragen möchte, dass unsere Enkel und nachfolgende Generationen gegebenenfalls keine sonderlich angenehme Zukunft haben werden. Wir müssen aufwachen, unser Handeln überdenken und informieren, die Politik zum Handeln bringen und im letzten Schritt die übrigen Menschen aufklären. Das ist unsere Verantwortung als Bewohner dieser Erde. Eine einzelne vegane Mahlzeit spart schon 1000 Liter Frischwasser ein, 1000 Pflanzen, dadurch, dass man diese nicht erst an die Tiere füttern muss, und eine hohe Menge an CO2 sowie Quadratmeter abgeholzter Regenwald. Ich möchte jeden Einzelnen von euch dazu auffordern, eure Macht zu nutzen, um etwas zu verändern. Für unsere eigenen zukünftigen Kinder und Enkel, für unsere nachfolgende Generation, für den Erhalt des Regenwaldes, für ein Zeichen gegen den Welthunger, gegen die Ungerechtigkeit, gegen diese riesige Ressourcenverschwendung, diesen konsumorientierten Lifestyle, der, wenn wir so weitermachen, unseren Planeten zerstören wird, komplett. Du kannst dich gegen eine solche Zukunft entscheiden, denn diese Zukunft wäre für uns Menschen keine Zukunft, ganz klar. Wir können uns auch nicht darauf beruhen lassen, dass es normal sei, tierische Produkte zu konsumieren oder dass wir allein doch sowieso nichts ändern können. Es kommt auf die Masse an, auf Angebot und Nachfrage, auf jeden Einzelnen, der heute hier anwesend ist. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das ist das Motto, nach dem wir in diesem Fall handeln müssen. Ich rede heute im Namen der Sozialinitiative Bunkerbrücke und Live-Studio FFB. Und wir selbstverständlich unterstützen das, was hier geschieht. Ich selbst bin Ökonom und möchte mal ganz kurz ein bisschen was zur auch Wirtschaft sagen, zur Ökonomie. Alle reden von nachhaltigen Wirtschaften, doch in Wahrheit lässt unsere Ökonomie nur wenig Raum für ökologische und sozial vorbildliches Verhalten. Die Gemeinwohlökonomie versteht sich als ein ethisches Wirtschaftsmodell, das ökologische und soziale Systeme achtet und fördert. Ja. Gemeinwohlökonomie heißt eigentlich Wirtschaft zum Wohle aller. Die Gemeinwohlökonomie ist eine Idee, welche die Spielregeln der Wirtschaft so transformieren möchte, dass am Ende diejenigen belohnt werden, die verantwortungsbewusst handeln. Solange es billiger ist, das Klima zu schädigen, als das Klima zu schützen, wird die Mehrheit der Menschen gegen ihre Werte handeln. Und aus diesem Grunde muss man die Wirtschaft ändern, sodass ethisches Wirtschaften sich lohnt und zum Erfolg führt. Die Gemeinwohlökonomie gibt Antworten, wie ein nachhaltiges und ökofaires Wirtschaftssystem aussehen kann. Menschenwürde, Transparenz und Mitentscheidung, ökologische Nachhaltigkeit und Solidarität sind die vier zentralen Werte in der Gemeinwohlökonomie. Einer der größten solidarischen Leistungen ist es deshalb, die Einhaltung der Pariser Klimaziele einzufordern und die zahllosen Probleme, die mit der Klimakrise einhergehen, zu verhindern. Bei der Zerstörung von Wäldern und anderen Lebensräumen verändert der Mensch die gewachsenen Strukturen der Ökosysteme tiefgreifend. Millionen von Tier- und Pflanzenarten, aber auch Parasiten, Viren, Pilze und Bakterien leben alleine in unseren Wäldern. Sie bilden ein Gleichgewicht mit den Arten, mit denen sie sich entwickelt haben. Stellen Sie sich nur einmal vor, wir hätten nur noch 10 Baumarten. Stellen Sie sich nur einmal vor, wir hätten kaum noch unterschiedliche Pflanzen. Stellen Sie sich vor, unsere Tierwelt besteht nur noch aus Hund und Katze. Und aus diesem Grunde muss auch unsere Kommunalpolitik klar werden, welche Verantwortung sie mitträgt, wenn sie leichtfertig den Rotschweiger Wald für den Kiesabbau opfert. Da nützen auch die Lippenbekenntnisse einer Rekultivierung nichts mehr. Was einmal zerstört ist, kann man nicht einfach wiederherstellen. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, an Corona sieht man, wenn der politische Wille vorhanden ist,
ist in ganz kurzer Zeit ganz viel möglich. Und wir müssen uns alle die Frage stellen, warum ist der politische Wille, das Weltklima zu stabilisieren, die Artenvielfalt und das Leben zu schützen, nicht gegeben? Ein Spruch noch von Mahatma Gandhi, ein Zitat von Mahatma Gandhi: Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nicht lehrt, nichts lehrt. Ich wünsche mir, dass mit unser aller Engagement dieses Zitat nicht zutrifft. Dankeschön. Liebe Fridays for Future FFB, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, als Kreisverband der GEW Bayern unterstützen wir den Appell von Fridays for Future, sich heute am 25. September am weltweiten Klimastreik zu beteiligen. Als Gewerkschaft, die sich für gute Bildung unserer Jugend, aber auch für gesellschaftspolitische Themen einsetzt, sind wir von Anfang an dabei. Jede Bildung, ob in Kita, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Schule, Hochschule oder Weiterbildung, muss der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet sein. Doch der Klimawandel stellt eine reale Bedrohung für die menschliche Zivilisation dar und führt zu dramatischen Veränderungen der Lebensbedingungen. Dagegen gilt es vorzugehen. Deshalb unterstützen wir auch die zentrale Forderung von Fridays for Future sowie von Wissenschaftlerinnen und Pochen wie Sie auf die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens, also auch auf die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles. Genauso überzeugt unterstützen wir aber auch lokale Aktionen wie hier in Fürstenfeldbruck, den Kampf für den Erhalt des Rotschweigerwaldes. Diese wertvollen 18 Hektar müssen erhalten bleiben. Wir grüßen euch und wünschen einen guten Verlauf heute. Besonders aber viel Erfolg und große Resonanz. Dankeschön. Ich habe die Ehre, zu dieser Veranstaltung einen kulturellen Beitrag zu leisten, der sehr durch Lokalpolitik inspiriert wurde. Der konsequente Verzicht auf motorisierte Mobilität auf der Straße, im Wasser oder in der Luft ist eine notwendige und dringende Klimaschutzmaßnahme, sagen die einen. Nö, sagen die anderen. Ich lebe in der ländlichen Idylle eines Münchner Vordorfs, einer Art SUV-Laufstall. Und bei uns gibt es Politiker, die sich in der Konfrontation mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus Angst vor ihrer eigenen rhetorischen Unzulänglichkeit gerne in den Sarkasmus flüchten. Jo, mein. Wir müssen euer mal was fürs Klima da. Wissen Sie, was auch Klimaschutz war? Wenn die Frauen da vorne bleiben und auf die Kinder aufpassen, statt in Arbeit zu fahren. Sein Zitat. Und das Radlfahren. Also das ist nichts, das macht keinen Spaß. Mir schlaft euer mal der Arsch ein. Ja, stimmt. Spaßfrei, unbequem und unfair ist dieses Klimadings. Ein Mensch in Mosambik verursacht pro Jahr in etwa eine Vierteltonne CO2. In Deutschland sind es über 10 Tonnen. Und? In Mosambik kriegen sie einen Zyklon nach dem anderen und wir kriegen diese selbsternannten Wetterweisen, die den Klimawandel leugnen oder ihn sogar willkommen heißen. Mensch, Greta, lass das Gequassel, ich will einen Sandstrand vor Kassel. Pack die Badehose ein, denn das Meer ist nicht mehr bald. Ich stehe auf tropische Hitze und logische Witze, weil es im Winter trotzdem schneit. Ey, das Klima ist doch kalt. Ich bin im Sommer ohne Regen, mich der Hormondrogen wegen in Betongärten legen, denn Sonne ist ein Segen für frisch gebräunte Haut, damit man nicht wie diese Schweden so blass aus der Wäsche schaut. Lagerfeueratmosphäre in den Wäldern Afrikas, Amazoniens, Sibiriens, Griechenlands. Mit Bratengeruch, den man zum Weite Ferne riechen kann. Insekten sterben prächtig, den Westen mag ich echt nicht. Auch die Vögel sind bald raus. Hier, dann schlafe ich morgens aus. Yeah! Und überhaupt, wer braucht denn schon Eisbären? Als ob die so nice wären. Fressen uns doch eh nur alle Pinguine weg. Weg. Bären ohne Farbe, können die was haben? Wir und eine Gabe? Tragen sie dann zu unserem Saalerwohlstand bei? Oder ist sie der Mensch womöglich einerlei? Der Mensch benimmt sich wie ein Mensch im Porzellanladen. Überall Fußabdrücke nebst Kollateralschaden. Im Amazonas befeuern Soja und Palmöl das Sterben und wir füttern mit Mastschwein und Nutella unter Erden. Wir spazieren mit
T-Shirts für 5 und Espadrilles für 10 Euro aus den Boutiquen und trinken danach einen Fairtrade Boccaccino auf die Näherin in den Fabriken. Unsere Nachbarn, die haben jetzt Ökostrom. Ökostrom, wie wird denn der überhaupt gemacht? Zünden ihre Baumwollbeutel an, reiben die 2 Birkenstocklatschen so lange aneinander, bis es funkt. Ist doch auch nicht nachhaltig, wenn die ganzen Latschen für den Strom draufgehen. Ich brauche ordentlichen Strom. Kohle, Kernkraft, das muss knacken. Nicht so ein lappriges Zeug, Ökostrom. Schlupfakt. Die Chinesen, die machen doch das ganze CO2 in die Luft rein. Sollen die mal weniger Elektrogedöns bauen? Das ist nicht mein Problem. Das Klima kriegt die Krise und hält uns den Meeresspiegel vor. Doch wir wenden den Blick ab. Ich bin nicht blind, doch wenn ich die Augen zumache, das weiß jedes Kind, sieht man mich nicht und auch nicht das Problem, von dem jeder spricht. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Platz auf der langen Bank? Hangeln wir uns noch ein bisschen an schlechten Aussehen entlang. Ich verstehe das alles nicht. Ich habe mich mal in London ein bisschen umgesehen und ich muss sagen, unser Planet ist der geilste hier. Die Tatsache, dass er genau den richtigen Abstand zur Sonne hat und dass hier Wasser gibt, ermöglicht Leben. Und was für eins. Aus winzigen Zellen entstehen komplexe Organismen. Der Himmel zaubert kitschige Regenböden aus lichtgebrochenen Prismen. Hummeln schlagen 200 Mal pro Sekunde mit ihren Flügeln, während sie in viel zu dicker Hose von Blüte zu Blüte segeln. Du legst einen kleinen Samen in fruchtbare Erde und daraus wächst Großes. Die Natur ist verdammt nochmal was Famoses. Alles hängt voneinander ab, baut aufeinander auf, ein geniales System. Und mittendrin der Mensch, die Krone der Schöpfung und ihr zentrales Problem. Doch es reicht nicht, das zu sehen. Wir müssen auch spüren, dass wir im Begriff sind zu verlieren. Nenn mich pathetisch, aber geh mal da raus und lass dich vom Windspiel der Blätter berauschen. Versuch mal ganz unvoreingenommen, den Sopran von Mücken zu lauschen, dem Trommeln von Regen. Lass dich von Wellen bewegen, vibriere zum Bass der Bienen im Duft von Wildblumenfeldern, atme die Freiheit kristallklarer Morgenluft in stille, durchfluteten Wäldern und von mir aus umarme einen Baum zum Dank für sein Dienst an unserer Atmosphäre, aber vor allem lebe jeden Tag, als ob dieser Planet dein letzter wäre. Danke fürs Zuhören. Ganz kurz fragen, wie fandet ihr so den ersten Eindruck fürs Erste? Also ich fand, sie hatten ziemlich coole Redner dabei, so die Maike, die den Poetry Slam gemacht hat, das fand ich toll, und die eine Rede, wo es über den Fleischkonsum ging. Also, super. Also es war wirklich vielfältiges Programm, das fand ich ziemlich cool. Also gefällt es euch schon mal, der Anfang, ja? Ganz klasse. Fall. Seid ihr schon öfter bei Fridays for Future, oder verfolgt ihr schon lange Fridays for Future? Ja, Bewegung? Also ich war ein paar Mal in München. Ich glaube, ich bin jetzt zum dritten Mal auf einer Fridays for Future Demo circa. Klasse, weiter so. Okay, danke schön. Ja. Grüß euch. Hallo. Ich möchte kurz fragen, wie hat euch die erste halbe, dreiviertel Stunde gefallen? Gut, sehr ja. Gut. Es waren gute Reden dabei. Ja. Das fand ich auch. Verfolgt ihr das Fridays for Future schon lange? Ich war auch schon seit 1,5 Jahren ungefähr bei den regelmäßigen Demos dabei. Ja, klasse. Und was meinst du aus eurer Sicht, was muss noch mehr geschehen? Von der Politik würde ich mir mehr wünschen, weil man jetzt auch von Corona gesehen hat, dass es viel geht. Dass mehr möglich ist, gell? Ja. Und dass man auch die Möglichkeiten mehr nutzt. Bravo, ja. Okay. Siehst du auch so, nehme ich an. Ja, okay. Dankeschön. Bitteschön. Die Politik müsste konsequent den Klimaschutz umsetzen. Ja, den Fahrplan gibt es, aber man muss es dann konkret auch umsetzen in den Gemeinden, die Entscheidungen treffen. Aber meinen Sie, es ist gut, wenn man
allgemein von der Politik spricht, oder sollte man nicht auch ein bisschen mehr von der Kommunalpolitik erwarten? Unbedingt. Ja, das danke schön. Ja. Wie hat euch das gefallen? Sehr gut. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ist es richtig, dass Fridays for Future wieder auf die Straße geht? Absolut, ist ja Zeit geworden. Ja. Ja? Und was meint er? Müssen wir noch mehr tun? Oder was sagt ihr dazu? Ich glaube, man kann nicht genug tun. Es ist so wichtig, dass man die Kinder, die das ja initiiert haben, unterstützt. Ja. Es geht um deren Zukunft und um unsere aller Zukunft. Und insofern sind wir heute dabei, um da ein Zeichen auch zu setzen, dass es weitergehen muss. Sehr gut. Aber das Ganze sollte ja auch ein bisschen in der Kommunalpolitik beginnen und nicht nur immer beim Bund, oder? Ich glaube, es beginnt bei jedem Einzelnen. Also ja. Da waren ja auch tolle Beiträge, was jeder Einzelne machen kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt. Man muss bei sich selber anfangen und dann die anderen dazu animieren, mitzumachen. Ich glaube, dann funktioniert das gut. Und vorhin war auch schön, was ich super fand, weil wir tragen jetzt alle Masken, wir halten alle Abstand. Wenn das jetzt bei Corona möglich war, dann muss es doch beim Klimawandel genauso möglich sein. Prima. Und ich denke, das ist auch ein Appell, den jeder hier gut verstehen kann. Prima. Dankeschön. Gerne. Und mich zerreißen die Pappen. Ich kann den Scheiß nicht ertragen. Die haben mir echt mehr zu fressen. Und ich hab Steine im Magen. Absolute Wahnsinnsshow. Fernsehen und im Radio. Alina, wie bist du zufrieden im Moment mit der ganzen Veranstaltung? Also ich muss sagen, ich bin einfach nur überwältigt, dass so viele Leute gekommen sind. Ich glaube jetzt 200 bis 250 trotz diesem Scheißwetter, anders kann man es nicht nennen. Also ich bin überzufrieden. Das heißt, das wird nicht deine letzte Veranstaltung sein, schätze ich. Definitiv nicht, nein. Alina, ganz kurz, was motiviert dich, was treibt dich an? Das sind ganz verschiedene Sachen. Also einfach persönlich in meinem Leben versuche ich möglichst viel im Privaten einfach für den Umweltschutz zu tun. Aber das reicht mir natürlich nicht. Weil auch wenn jeder was macht, man erreicht nicht genug. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir auch auf nationaler und auf internationaler Ebene zusammenarbeiten. Und dafür wollen wir hiermit ganz klar ein Zeichen setzen mit dieser Demonstration. Danke, Alina.